Gut, wir haben jetzt ein bisschen das Drehen geübt und nach dem Drehen folgt bekanntlich das Schlagen. Schlagtechniken sind natürlich ganz wichtige Basistechniken. Wir wollen jetzt zunächst einmal die Schläge 1 bis 12 aus dem Modern Anis einmal trainieren, die ihr auch alle schon kennt, aber heute eben zur Wiederholung. Aus dieser Grundposition Schlag 1 Kopf, Schlag 2 Kopf, 3 in der Mitte, 4 in der Mitte, 5 ist der Stich, 6 ist der Stich von außen, 7 ist der rückwärtige Stich, 8 unten zu den Beinen, Kniebereich, 9 ebenfalls, 10 ist wie 6 nur höher, 11 ist wie 7 nur höher und am Schluss der Schlag Nummer 12, nämlich der von oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Gut, nachdem wir jetzt die Schläge nochmal trocken trainiert haben, jetzt nochmal mit Partner, nämlich Schlag Nummer 1, Schlag Nummer 2. Schlag 3, Schlag 4, Stich 5, Stich 6, Stich 7, Schlag 8, Schlag 9, Stich 10, Stich 11 und Schlag Nummer 12. Diese 12 Schläge oder die Nummerierung der 12 Schläge stammt unter anderem aus dem Modern Anis. Wir haben sie deshalb übernommen, weil sie sehr, sehr häufig in anderen Stilen auch verwendet werden. Und dann kann man natürlich die Dinge sprachlich besser formulieren und auch besser miteinander vergleichen. Weil jeder weiß dann, ein Fünfer ist das und ein Zweier ist das und ein Zehner ist das. Dann ist das ein bisschen einfacher. So, bitte noch einmal üben.